Ich möchte heute Morgen einsteigen mit einem Quiz. Das heisst, ihr müsst von Anfang an parat sein heute Morgen. Also man kann es nicht so langsam so ein bisschen reinschlafen oder so. Also mit einem Quiz. Und zwar möchte ich eure Geschichte erzählen und werde am Schluss eure Frage stellen. Kennst du die Lydia? Die Lydia ist die erste Christin in Europa. Und zwar ist das so gekommen. Der Paulus und der Timotheus sind in Philippi gsi. Philippi ist eine Stadt im damaligen Mazedonien, im Osten von Mazedonien, heutigen Griechenland. Und es war ein Sabbat gsi, ein Samstag. Und die beiden haben eine gute Nacht gehabt und sind aufgestanden am Morgen, haben sich angelegt. Ich weiss nicht, was die für Pyjama hatten damals, aber sie haben sich angelegt, haben die Schuhe angelegt. Und sie haben sich überlegt, wo könnten wir heute vielleicht Menschen treffen, die irgendwie ein Interesse haben an Gott. Und sie sind an den Fluss runtergegangen und tatsächlich haben sie ein paar Frauen gefunden, die dort unten gebetet haben. Und eine von diesen Frauen war Lydia. Lydia war eine wohlhabende Geschäftsfrau. Sie hatte einen Laden, der heisst Chez Lydia. Sie war so Purpurhändlerin, also Stoffladen vermutlich, irgendwelche Kleider verkauft und so weiter. Und dann heisst es interessanterweise in der Apostelgeschichte, wo das beschrieben wird, Gott tat Lydia das Herz auf. Ich weiß nicht, ob du das selber in deinem Leben schon mal erlebt hast, wenn Gott dir das Herz auftut. Oder? Das ist ein besonderer Moment, wo du merkst, da gibt es irgendwie einen Schlüssel. Früher hat es so das Liebeslied gegeben, ich habe einen Schlüssel von meinem Herz und niemand kann es auftun und so. Aber Gott hat den Schlüssel zu deinem Herz und er hat es aufgemacht. Und die Lydia, die Geschäftsfrau, ist an dem Morgen zu Glauben an Jesus gekommen. Der Timotheus und der Paulus haben ihr erzählt von dem Jesus, haben ihr gesagt, hey, du kannst Frieden mit Gott finden und Gott hat ihr das Herz aufgetan. Und Lydia hat an dem Morgen, wie auch immer das passiert ist, hat sie Gott eingeladen, ihr Herz. Nachher hat sie sich taufen lassen, als ein Bekenntnis, dass sie zu dem Jesus gehört. Das heisst, sie und ihr ganzes Haus, ich nehme an, das sind ihre Bediensteten gewesen, das sind Angestellte gewesen, das ist vielleicht ihr Mann gewesen, ihre Kinder. Das war eine kleine Erweckung, ein kleiner Aufbruch. Und alles hat angefangen mit dem Paulus und dem Timotheus, die in Philippi am Morgen aufgestanden sind und ihre Schuhe angelegt haben. Und meine Frage ist, was für Schuhe haben die beiden angehabt? Die Exegeten unter euch werden es vielleicht herausfinden oder so. Es heisst davon, dass die beiden, und ich behaupte es das mal, dass sie die Schuhe von der Bereitschaft angelegt haben, das Evangelium zu verkündigen. Was sind das für Schuhe? Heute Morgen ist das Thema der perfekte Schuhe für dich. Ich bin da noch ein bisschen, der Tisch ist mir noch ein bisschen hoch, so. Perfekte Schuhe für dich. Und weißt, das Interessante ist, dass du da bist heute Morgen, bist du in deinem Leben mindestens einer Person begegnet, die genau diese Schuhe angehabt hat. Das muss man sich mal auf die Zunge vergehen lassen. Irgendjemand in deinem Leben hat es gegeben, der dir von dem Jesus erzählt hat, der dich eingeladen hat, vielleicht da ins Prisma, der in deinem Leben die Schuhe getragen hat von der Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden weiterzugeben. Wäre ja jetzt spannend, wenn wir mal durch die Reihe gehen. Wir haben es vorhin geschwind bei den Mitarbeitern gemacht. Wer war das in deinem Leben, wo dich eingeladen hat? Vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Arbeitskollegen, vielleicht ein Lehrer, eine Lehrerin, vielleicht ein Freund, ein Nachbar. Jemand hat dich eingeladen, dass du heute Morgen da bist. Und vielleicht denkst du mal einen Moment an die Person. Wer das könnte sein? Der Paulus redet von ganz spezifischen Schuhen. Und er sagt, wenn du Christ bist und als Christ lebst, dann ist das nicht ein Spaziergang, sondern dann bist du in einem geistlichen Kampf. Also es wird nicht so, wenn du Christ wirst, wird alles einfach und es geht alles immer auf und du verstehst immer alles, sondern es wird vielleicht sogar schwieriger. Es ist ein Kampf, es gibt eine unsichtbare Welt, die kämpft und der Paulus sagt dort in dem Zusammenhang, legt die Schuhe an von der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Der Paulus redet von Stiefeln und ich habe euch so ein Bild mitgebracht, wie die Schuhe aussehen. Können wir mal schauen, wie das aussieht. Genau, das sind, also schaut nicht auf die römischen Soldatenbeine, oder? Sondern auf die Schuhe. So etwa sieht das aus. Und das Spannende an diesen Schuhen ist nicht so das Äußere Aussehen, sondern das, was man nicht sieht, nämlich die Sohle. Kannst du mal das Bild von der Sohle einblenden? Oder das ist der Prototyp von einem heutigen Fußballschuh, von der Sohle. Die römischen Soldaten sind damals schon clever gewesen, die haben Schuhe gehabt, die so Spikes unten dran hatten. Und warum haben sie die Schuhe getragen? Damit sie einen festen Stand haben, dass sie nicht ausschlüpfen, wenn die Wiese nass ist, voll Tau und ihrem Kampfgetue, sondern dass sie feststehen. Das sind die Schuhe. Umgekehrt könnte man sagen, wenn ein römischer Soldat die Schuhe nicht angehabt hat, ist er rumgeschlüpft. Hat er keinen festen Stand gehabt, ist ständig umgekehrt. Die shooten und manchmal Turnschuhe angehabt haben, wenn sie so Tau hat am Morgen und die anderen haben Stollenschuhe, hast du keine Chance. Weil die mit der Stolle, die stehen fest. Die haben einen guten Halt, die sind standfest unterwegs. Stiefel von der Bereitschaft, die Festigkeit geben im Glauben. Festigkeit geben auch, dass du einen festen Standpunkt hast, dass du fest kannst stehen. Und das ist das, was sich Gott für jeden von uns wünscht. Der gleiche Paulus, der die Schuhe angehabt hat, das hat am Sabbatmorgen in Philippi, der sagt Folgendes. Können wir den ersten Text bringen. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, er sagt, wir Menschen sind Feinde von Gott, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Das ist ja ganz speziell. Also Gott hat sich selber hingegeben, der gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, damit wir versöhnt sind mit Gott. Und dann sagt er, wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Paulus sagt, Frieden mit Gott kannst du drum haben, weil du so ein guter Mensch bist, weil du alles richtig machst, weil du die 10 Gebote einhaltest, weil du deine Bibel lesest und 3-mal am Tag oder 5-mal am Tag betest. Nein, sagt er. Sondern weil Jesus Christus dich mit Gott versöhnt hat. Das ist die Basis von unserem Glauben. Nichts anderes. Jesus und nichts gleich Rettung. Das ist die Basis von unserem Glauben. Das, was Jesus da hat. Darum haben wir Frieden mit Gott. Und übrigens, wenn wir nachher auch Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an das, dass Jesus alles da hat. Alles. Und dass es auf ihn nachkommt und nicht auf dich. Dass du Frieden hast mit Gott. Und das wäre so meine erste Frage heute Morgen. Trägst du die Stiefel vom Frieden mit Gott? Dass du selber den Frieden mit Gott erfahren hast in deinem Leben? Oder eierst umeinander, schlüpfst umeinander und sagst, ich weiss nicht recht, ob Gott mich annimmt. Ich weiss nicht so recht, ob ich wirklich geliebt bin von Gott. Ich weiss es nicht so genau. Vielleicht schlüpfst du um im Alltag und es hat genau damit zu tun, dass die Beziehung zu Gott gar nicht sicher ist bei dir. Wenn du einen guten Tag hast, dann fühlst du dich sicher und wenn du einen schlechten Tag hast und Schwierigkeiten hast, dann fühlst du dich unsicher. Und darum hat es mit diesen Stiefeln etwas zu tun, mit diesen Spikes, wo stehen wir fest? Wir stehen fest, nicht aufgrund von dem, was wir tun, sondern aufgrund von dem, was Jesus Christus da hat für dich und mich. Das gibt einen festen Standpunkt. Aber das ist erst der Anfang von dem Stiefel, von der Bereitschaft. Der gleiche Paulus führt aus von dem geistlichen Kampf und er sagt so, sagt das zu Christen, also zu Menschen, die Jesus nachfolgen und sagt, so steht nun fest. Nehmt einen festen Standpunkt ein. Umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und dann kommt er an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Man könnte auch anders übersetzen und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Oder das heißt, wenn ich Jesus Nachfolger bin, dass ich die Stiefel, die Schuhe anlege und parat bin, für das Evangelium vom Frieden einzustehen. Und das bewahrt mich vor einem Eiertanz. Das bewahrt mich, dass ich so unsicher unterwegs bin, sondern das hilft mir, dass ich fest kann stehen und vorwärts gehen. In unserem Kontext, und das begegnen wir immer wieder, wenn wir über das Thema reden, wie kann ich die gute Nachricht von Jesus weitergeben? Was, ich soll die weitergeben? Und für viele löst das so einen dicken Hals aus und sagen, das ist nichts für mich. Viele von uns haben auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die irgendwie einem ansprechen auf der Straße und irgendwie etwas einem überstülpen und manchmal hast du das Gefühl, die ziehen die Schuhe aus und schlagen dir die Schuhe über den Kopf. Und das ist so in unseren Köpfen. Und ich glaube, es ist ein ganz grosses Missverständnis von dem, was der Paulus da redet. Manchmal höre ich Leute, die mir dann sagen, da bin ich überfordert, das ist nichts für mich, ich kann nicht so gut reden. Manche denken, das ist so, ich muss etwas tun, was ich nicht will, mit jemandem, den ich nicht kenne. Und das ist so in unseren Köpfen und dann ist es abgehakt. Aber Leute, der Paulus redet da und sagt, die Stiefel von der Bereitschaft, die gehören allen, die Jesus nachfolgen. Und wenn ihr standfest sein wollt, im Glauben, dann legt die an. Täglich. Ich möchte mit euch ein grosses Missverständnis anschauen heute Morgen und ich brauche 6 Freiwillige. Also ich brauche 6 Leute, die mir helfen dabei, die einfach auf die Bühne kommen, die werden nicht nass, es wird nicht peinlich, ihr müsst nichts beantworten, sie müssen mir einfach etwas darstellen. Könnten 6 Leute führen kommen? Danke, schon mal einen. Der zweite. Vielleicht von oben noch 1, 2, 6 Leute. Es wird nicht gefährlich, kommen führen, das ist super, genau 6 Leute. Ich habe gedacht, ich werde überrannt da vorne, habe ich eigentlich erwartet. Ich hasse es, wenn ich führen gehen muss. Ich sage so ehrlich, im Zirkus und so, aber es wird nicht gefährlich, kommen führen, 6 Leute. Hoi Can. Also jetzt haben wir 3, sonst sind die Frauen die mit. Peter, danke. 2, 4, 5, eine brauche ich noch, gut, super, 6 Leute. Geben einen Applaus. Oder was mich jetzt interessiert heute Morgen ist, was habt ihr für Schuhe an? Und der Job, den ihr habt, ist, dass ihr die Schuhe mal tauscht miteinander. Also du leihst die Schuhe von ihm an und du ihre, ihr zwei tauschen und ihr zwei tauschen auch. Können wir das mal machen, geschwind? Ja. Also sind wir gespannt, wie das funktioniert. Fast schon römisch. Ja, das sind fast römische Schuhe, das ist das Folgemodell, glaube ich. Genau. Oh. Gut. Ich komme dann bald in die Schuhe. Einfach probieren, reinzustehen, das ist nicht so schwierig, weil wir tragen ja alle die gleichen Schuhe. Genau. Bei dir geht es recht gut, sie sind ähnliche Typen. Zeig mal, dieses Modell finde ich ganz spannend, da kannst du es mal ein bisschen aufheben. Du lebst auf grossem Fuß, oder? Wie geht es bei dir, Hans? Ja, unmöglich. Unmöglich. Ja. Ihr zwei sind tiptop, ähnliche Größe. Und bei dir? Du kommst nicht rein. Ganz schwierig. Wie soll ich die Schuhe tragen von ihm? Das geht doch nicht. Wie ist es denn für dich so in diesen super? Ja, locker. Locker, okay. Gut. Oder das Problem, das wir haben, ist, dass wir denken, bei dem Thema Schuhe tragen, ich muss die Schuhe tragen von Peter Brütsch. So ist es richtig und dann wird es funktionieren und es wird never ever funktionieren. Oder wenn du denkst, der Hans denkt, ich muss, wie ist dein Name? Becky. Becky, genau. Ich muss die Schuhe von der Becky gar nicht. Und für dich, Becky, du lebst auf viel zu grossem Fuß, oder? Das kommt auch nicht gut. Gut, jetzt können wir einen Schuh da lassen und dann könnt ihr wieder am Platz... ist mir egal, welche Schuhe das er trägt am Platz, aber einfach da drauf tun, einen Schuh. So, genau. So. Wunderbar. Wir haben 6 verschiedene Schuhe und interessant ist, in der Zeit vom Individualismus haben wir 6 verschiedene Stile da drauf, oder? Und das ist okay so. Wenn es darum geht, das Evangelium, die gute Nachricht weiterzugeben, haben wir ein grosses Missverständnis in der christlichen Szene über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ich muss das so machen wie der. Und das schaffe ich nie. Das ist für mich ein viel zu grosser Schuh. Oder ein viel zu enger Schuh. Ich passe nicht da rein. Und ich möchte euch zeigen, was Gottes Konzept ist von dem Stiefel von der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Gottes Konzept heisst nämlich folgendermaßen: Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Weißt du, was das heisst? Ich muss nicht die Schuhe vom Hans Zimmermann anlegen, weil der passt mir nicht, das ist nicht mein Style. Nicht gegen deinen Style, aber es ist nicht meine. Der gefällt mir schon besser, Peter Brütsch, aber... viel zu eng, was der da trägt. Und ehrlich gesagt, der sieht nicht gerade sexy aus, oder? Wenn man den trägt. Also, wenn ich ihn trage, so würde ich das sagen, oder? Also, ihr merkt, es geht darum, was ist denn mein Schuh, der zu mir passt? Ich sage euch, was meine Formel ist von geistlicher Wirksamkeit, als Christ geistlich wirksam leben. Geistlich wirksam leben heisst, maximale geistliche Wirkung, sei dich selbst. Sei authentisch. Das Evangelium verkünde, aber wie? Wie kann ich denn das? Und meine Antwort ist, und ich glaube auch die Antwort, so wie ich Gottes Wort verstehe, auf die Art, wie Gott dich gemacht hat. Individuell und individuell richtig. Oder das ist uns nicht schräg. Gott hat uns einzigartig gemacht und nachher sollten wir alle gleichförmig werden und genau so leben, in dem Schuh, weil das irgendeiner vorgegeben hat und gesagt hat, das heisst im Fall das Evangelium weitergeben, das sieht so aus. Abgelutscht und nicht praktisch gut. Also gut, können wir darüber diskutieren, über den Schuh. Aber versteht ihr, was ich meine? Und ich möchte euch heute Morgen 6 Stile zeigen. 6 verschiedene Paar Schuhe. Und dein Job jetzt in den nächsten paar Minuten ist es herauszufinden, was passt zu dir. Wenn du Christ bist, ist das für dich, wenn du noch keine Beziehung hast, wenn du den Frieden mit Gott noch nicht hast, komme ich am Schluss nochmal auf dich zurück. Dann kannst du dich zurücklehnen und einfach geniessen und ein bisschen zuhören, was für die Christen wichtig ist. Erste Schuhe, nehmen wir mal den da. Das ist der beziehungsorientierte Stil. So wie der Matthäus im Lukas 5. Matthäus hat Levi geheissen. Und was hat der Levi gemacht? Jesus ist ihm begegnet an der Zollstation und hat gesagt, hey Levi, folg mir nach. Ich will, dass du mein Nachfolger wirst. Jetzt meine Zöllner sind nicht gerade die Helden von dieser Zeit, sondern die haben immer ein bisschen getrickst und beschissen und ein bisschen da, ein bisschen abzwackt. Und spannend ist, dass der Levi aufgestanden ist und gesagt hat, wenn Jesus mich ruft, dann folge ich ihm nach. Könnte übrigens heute Morgen auch passieren, dass Jesus dich ruft. Und dass dann nichts gibt, als aufzustehen und zu sagen, wenn er mich ruft, dann gehe ich ihm hinein. Und er ist ihm hinein und er hat verstanden, dass er die Stiefel von der Bereitschaft anziehen muss, aber er hat gemerkt, ich habe eine andere Form und eine andere Art von Stiefel als andere. Und was hat er gemacht? Er hat eine Party geschmissen und hat all seine Freunde, was heisst, die nicht gerade einen guten Ruf hatten, heisst in der Bibel, hat er eingeladen und hat Jesus dazu eingeladen. Und er hat gesagt, meine Freunde müssen den Jesus kennenlernen, weil es ist das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Das heisst, er hat seine Beziehungen genutzt, die er hatte. Er war ein Beziehungsmensch und hat seine Freunde in die Nähe von Jesus gebracht. Wie könnte man das heute leben, wenn du diesen Stil hast? Die Bibel sagt uns, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass Jesus in uns lebt. Jesus lebt in dir. Jetzt mach doch einmal eine Party mit deinen Freunden, die Jesus nicht kennen, und lade ein paar Christen ein, wo Jesus hineinlebt. Und du wirst sie mit Jesus, deine Freunde mit Jesus in Kontakt bringen, weil Jesus ja in diesen Menschen lebt. Vielleicht ist es dein Stil, beziehungsorientiert, deine Beziehungen zu nutzen, dass Freunde Jesus kennenlernen. Nächster Stil. Intellektueller Stil von Paulus. Paulus, oder vielleicht auch noch, das habe ich noch vergessen, genau der Vers zum beziehungsorientierten Stil. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, sagt er. Dann ist mir das so wichtig, dass ich auf meine Freiheit verzichte, weil ich auch diesen Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige retten zu können. Wisst ihr, der Vers ist eine Bombe. Weil er sagt, ich liebe meine Mitmenschen. Und ich nehme Rücksicht und ich bin fein. Und ich gehe mit ihnen einen Weg, damit ich sie gewinnen für Jesus. Das ist der beziehungsorientierte Stil. Der intellektuelle Stil ist der von Paulus. Paulus war super gut gebildet, einer der hellsten Köpfe seiner Zeit. Und der Paulus war vermutlich nicht so ein Beziehungstyp, aber er war ein wahnsinnig guter Denker. Und er war wahnsinnig gut, wenn es darum ging, zu argumentieren, den Glauben zu verteidigen. Er hat diskutiert in Athen mit den Philosophen, das hat er geliebt. können den Glauben zu verteidigen durch gute Argumente, hat über die Auferstehung geredet, hat gesagt, es gibt Fakten dazu, dass Jesus auferstanden ist und so weiter. Er war logisch, wissbegierig, analytisch, das war sein Stil. Und vielleicht ist das dein Schuh, den du trägst, wo du sagst, das ist genau meine Art. Ich kann gut argumentieren, ich denke gerne Sachen fertig. Ich kann gut Leute in Gespräche verwickeln und ihnen helfen, die Hürden, die intellektuellen Barrieren abzubauen. Dann trägt der Schuh von Paulus. 2. Korinther 10,5 heißt, mit diesen Waffen zerschlagen wir alle hochtrabenden Argumente, indem wir Gegenargumente geben. Apologetisch den Glauben verteidigen, die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Es gibt so Argumente, wo Menschen abhalten, Gott zu erkennen. Aber wenn du diesen Schuh trägst und der Typ bist, dann hilft denen, die Hürden zu tiefer zu setzen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Das ist der intellektuelle Stil. Vielleicht ist dein Schuh der da. Das ist der dritte. Das ist der zeugnishafte Stil. Der hat schon viel erlebt, oder? Das Profil ist nicht mehr ganz fit. Was der alles erlebt hat. Der hat erlebt, der Blinde, den ich euch da möchte berichten, im Johannes 9, der hat erlebt, dass er blind war. Und dann ist Jesus vorbeigekommen. Muss man sich mal vorstellen. Jesus ist in sein Leben gekommen und hat einen Brei gemacht aus Humus, aus Erde, hat reingespuckt, hat ihm das auf die Augen getan und hat gesagt, geh deine Augen waschen am Teich. Und der ist seine Augen waschen und nachher hat er gesehen. Und dann haben die Leute gefragt, ja, wieso siehst du jetzt? Wir kennen dich als blind geboren. Und dann sagt er, ich kann nur sagen, der Jesus ist gekommen, hat den Brei auf meine Augen getan und ich gesehen. Der hat nichts anderes gemacht als bezeugt, was er erlebt hat in seinem Leben. Und die anderen haben gemerkt, da gibt es gar keine Argumente dagegen. Es war ein Zeuge. Vielleicht ist das dein Stil, dass du sagst, ich habe Jesus erlebt in meinem Leben. Ich habe erlebt, dass meine Ehe kaputt war und Gott sie wiederhergestellt hat. Ich habe erlebt, dass ich am Ende war mit meinem Leben. Und Jesus hat mir vergeben. Wenn das deine Art ist, dann lebe das. Erzähl von dem, was du mit Jesus erlebt hast in deinem Leben. Und es wird eine Kraft haben. Der Schuh hat eine Kraft, weil es keine Argumente dagegen gibt. Das ist übrigens der Grund, warum wir Talk-Gottesdienst machen. Wo Menschen erzählen aus ihrem Leben, was sie erlebt haben. Und es zum Nachdenken kommt. Ein zeugnishafter Stil. Warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Wir haben eine Sehnsucht, dass ihr mit uns den gleichen Gott könnt arbeiten. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heisst, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Spürt ihr etwas von dieser Leidenschaft? Was da steht, heisst, es gibt nichts Besseres, als den Gott persönlich kennenzulernen. Und wir erzählen euch von dem, was wir gehört und gesehen haben, damit du in das Geheimnis hineinkommst, damit du den Schatz entdeckst. Also jetzt haben wir keine beziehungsorientiert, wir haben keine intellektuell, wir haben den zeugnishaften Stil gehabt, wir kommen jetzt zu einem nächsten Stil. Und das ist ein spezieller. Das ist der dienende Stil. Ich weiss nicht, wer von euch Tabitha kennt. Wer kennt Tabitha? Die Bibel. Ganz wenig, ist interessant, oder? Tabitha kennt wenig, weil Tabitha nie auf einer Bühne gestanden ist. Weil Tabitha nie ein Wunder vollbracht hat. Zumindest nicht eins, wo im Skiwerfen war. Tabitha war eine Frau, die ganz im Hintergrund gelebt hat. Von der Tabitha heisst, Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Bei uns in der Kirche hat es ein paar so Tabithas. Christine Busser zum Beispiel. Regula Birkenstock. Regula Gut, Elisabeth Kegi, Frauen, Ursula Lütti, Frauen, die im Hintergrund dienen, die vermutlich noch nie auf dieser Bühne gestanden sind, obwohl sie eigentlich da drauf gehörten. Frauen und Männer, die mit dem, was sie tun, Leute reden, als das, was wir sagen können. Und wisst ihr, was bei der Tabitha passiert ist? Tabitha ist gestorben. Und dann sind viele Frauen gekommen, vor allem Frauen, Witwen, und haben getrauert, weil sie gesagt haben, die Tabitha hat in meinem Leben so viel Gutes bewirkt. Und sie ist dann wieder durch ein Wunder wirklich wieder auferweckt worden. Und dann sind ganz viele Frauen zum Glauben gekommen, heisst es dort. Ihren Stil war Diene. Und wisst ihr, Diene ist eine Sprache, die jeder Mensch versteht. Diene ist im Hintergrund, hat etwas zu tun mit Liebe, Leben. Und hat eine enorme Kraft, die Menschen erreichen kann, die sonst nicht erreichbar wären. Ich habe gerade diese Woche eine Geschichte gelesen, ich möchte euch kurz vorlesen, von einem Christ namens Stuart Holden. Vor einigen Jahren war ich in Ägypten und hielt etliche Versammlungen für Soldaten. Eines Abends unterhielt ich mich mit einem Sergeant, der ein helles Licht für Jesus Christus war. Ich fragte ihn, wie bist du zum Glauben an den Herrn gekommen? Antwort, in unserer Kompanie ist ein Soldat, der in Malta zum Glauben an Christus gekommen ist. Dort waren wir stationiert, bevor wir nach Ägypten kamen. Diesem Kameraden machten wir das Leben richtig schwer. Eines Nachts kam er von seiner Wache, todmüde und durchnässt. Doch bevor er sich ins Bett legte, kniete er nieder, um zu beten. Meine Stiefel waren nass und voller Schmutz. Dabei warf ich ihn mit meinen Stiefeln und knallte ihn, den einen an seine linke und den anderen an seine rechte Seite. Aber er reagierte nicht darauf, sondern betete unbeirrt weiter. Am nächsten Morgen standen meine Stiefel sauber und geputzt an meinem Bett. Das war seine Antwort auf meine Brutalität. Das war zu viel für mich. Das brach meinen bösen Sinn und Willen und noch am selben Tag habe ich mich zum Herrn Jesus Christus bekehrt. Wow, dienender Stil, wo einer durch die Liebe das Herz gönnt voneinander. Vielleicht ist das dein Stil. Dann lebt der Stil und im richtigen Moment auch mal dann etwas zu sagen, was dich antreibt, was dich motiviert. 5. Schuh ist der einladende Stil. So wie die Frau am Jakobsbrunnen. Was ist dort passiert? Jesus ist Mittagszeit, Jesus kommt an den Brunnen. Normalerweise geht man am Morgen Wasser holen, dort ist eine Frau. Und Jesus kommt mit dieser Frau ins Gespräch über ihr Leben. Und sie kommen darauf, dass sie schon 6 Männer gehabt hat, oder 5, und der sie jetzt hat, auch nicht ihren ist. Und Jesus sagt, weißt du was, du hast Durst. Du hast eine Sehnsucht, die dir kein Mann stillen kann. Komm zu mir, ich gebe dir von dem Lebenswasser. Und die Frau merkt, das ist nicht einfach ein normaler Mann, das muss ein Prophet sein, denkt sie. Und sie ist tief bewegt von dem, was da ist. Und eigentlich ist sie eine Aussenseiterin in ihrer Stadt. Aber sie hat gesagt, der Jesus, das ist so speziell, wenn man den kennenlernt. Und sie ist in ihr Dorf gegangen und hat alle Leute zusammengerufen und hat gesagt, hey, ihr müsst kommen, ihr müsst den Jesus kennenlernen. Und wisst ihr, was passiert ist? Das ganze Dorf ist gekommen und hat Jesus kennengelernt. Das war ein wirklicher Aufbruch dort. Warum? Weil sie eingeladen hat. Menschen mit dem Stil sind gastfreundlich, gesellig, kontaktfreudig, gewinnend, auch überzeugend. Und sie sagen, hey, ich kann nicht so gut reden, aber komm mal mit. Wir haben die Alpha-Flyer, oder? In 5 Wochen geht es los auf den Stuhl. Wenn das dein Stil ist, lade ein. Begleite jemanden in Alpha. Und sag, das kann ich. Ich kann jemanden einladen. Das entspricht mir. Und mach das. Es ist interessant, dass Jesus redet vom Einladen, redet er ja von dem grossen Hochzeitsmahl, wo er sagt, die eigentlich eingeladen wären, die sind nicht gekommen. Und dann sagt er Folgendes, da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege, an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das ist die Vision von Jesus. Die Vision von Jesus ist nicht ein kleines Grüppli und hauptsächlich da, wir haben es schön untereinander. Nein, die Vision von Jesus ist, dass sein Haus voll wird. Und unser Job ist es einzuladen. Und vielleicht ist das dein Stil, wo du sagst, das kann ich mega gut. Dann würde ich dir am liebsten einen Bus kaufen und sagen, bring alles jeden Sonntag Leute mit. Weil das ist das, was dir entspricht. Einladender Stil. Der letzte Stil ist der konfrontative Stil. Der Petrus. Das ist der, wo viele das Gefühl haben, so müsste es sein. Es sind ein paar wenige, die das gut können, die Leute konfrontieren können, die sie ins Gesicht ihnen ansprechen und sagen, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, wo du deine Ewigkeit verbringst? Wenn du da hinten die Stegen runterfällst und stirbst, wo bist du denn? Das ist der Stil, oder? Gewissen von uns geht es gerade kalt den Rücken ab, aber gewisse Leute haben die Begabung und sie können das. Und die sollen das auch leben, immer mit der nötigen Portion Liebe hoffentlich und Taktgefühl. Aber das ist auch ein Stil. Oder der Petrus am Pfingsten, wo sagt er den Leuten aufs Gesicht zu, die da zugelassen haben, und gesagt, ihr habt Jesus ans Kreuz gebracht. Und wegen eurer Schuld ist er am Kreuz. Und haben sie konfrontiert und gesagt, hey, was ihr braucht, ist Vergebung von eurer Schuld. Das ist der konfrontative Stil. Und wenn das dien ist, dann Leben. Aber Leben mit einer ganz grossen Portion Liebe. 6 verschiedene Stile. Konfrontative Stil, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Sagte Paulus zum Timotheus, geduldig, liebevoll, aber mach's, leb das, wenn das dein Stil ist. Meine Frage heute Morgen ist, welches ist dein Stil? Was ist der Stil, wo du sagst, das sind meine Schuhe, die zu mir passen? Möglicherweise ist es auch ein Gemisch von verschiedenen Schuhen. Oder die meisten von uns haben mehrere Schuhe in ihrem Gestell und manchmal leist der ja und manchmal vielleicht mehr der. Ich habe aussen an der Infothek habe ich euch so einen Test, wo ihr herausfinden könnt, was dein Stil ist. Wenn du dich mal noch ein bisschen mehr mit dem auseinandersetzen, kannst du gerne einen mitnehmen an der Infothek. Aber die Botschaft ist, zieh die Stiefel von der Bereitschaft an, die dir passen. Wie wäre das, wenn dein Gebet jeden Morgen, wenn du die Schuhe anlegst, wärst, Jesus, ich ziehe heute Morgen die Stiefel von der Bereitschaft an, dein Evangelium weiterzugeben. Ich möchte wach sein für das, was du parat hast. Und ich verspreche dir, du wirst weniger rumschliffern. Du wirst einen festeren Stand haben, weil du dich klar positionierst, zu wem du gehörst. Weil du dich klar positionierst, dass du sagst, ich muss mich nicht schämen für meinen Herrn. Ich schäme mich nicht, denn das Evangelium ist eine Kraft und eine Macht, die rettet. Könnte es sein, dass du nicht so standfest bist, weil du die Schuhe nicht an hast? Ich glaube, der Entscheid, die Schuhe täglich zu tragen, vielleicht das erste Mal in deinem Leben, wo du das entscheidest, wird dich bewahren vor vielem Eiertanz. Ich freue mich immer bei den Taufen und wisst ihr, wenn Taufen sind, fängt fast jede Geschichte so an. Es hat jemanden gegeben in meinem Leben, der mich eingeladen hat. Es hat jemanden gegeben in meinem Leben, der mir von Jesus erzählt hat. Es hat jemanden gegeben in meinem Leben, der so ein Leben gelebt hat, wo ich gemerkt habe, wow, das redet für sich. Ich habe einmal am Anfang von der Lydia erzählt, erste Christin in Europa. Wie tragisch wäre das gewesen, wenn an dem Sabbatmorgen damals der Paulus und der Timotheus Flipflops angelegt hätten und gesagt hätten, wir gehen ein bisschen chillen und es ist eigentlich uns ziemlich egal, was mit diesen Menschen da passiert. Wie dankbar bin ich, dass der Paulus und der Timotheus an dem Morgen, an dem Sabbat in Philippi, in dieser Stadt, im ehemaligen oder im Osten von Mazedonien, die Stiefel von der Bereitschaft angelegt haben. Lasst uns mal überlegen, was wäre passiert, wenn sie es nicht gemacht hätten. Menschlich gesehen wäre das Evangelium nie nach Europa gekommen. Menschlich gesehen hätte Lydia nie die Hoffnung gefunden, die sie gefunden hat. Und das nur, weil sie bereit sind, die Stiefel von der Bereitschaft anzulegen. 2 Fragen zum Schluss. Erste Frage. Hast du Frieden mit Gott? Hast du persönlich Friede mit Gott? Wenn nicht, möchte ich dich heute Morgen einladen, Jesus Christus persönlich kennenzulernen. Friede mit Gott ist möglich, aufgrund von dem, was Jesus da hat. Dass du sagst, Jesus, ich möchte Friede mit Gott. Vergib du mir meine Schuld und komm du in mein Leben. Von jetzt an möchte ich mit dir leben. Wir haben nachher Zeit, auch während der Zeit, wo wir Anbetungslieder singen, hinein. Die Möglichkeit hat ein Team, das dort ist, das Gebet anbietet. Komm dort hinten. Ich selber werde auch dort sein und ich werde dir helfen, Jesus persönlich kennenzulernen, indem ich dir ein Gebet vorbete und du kannst es mitbeten und du kannst heute Morgen Frieden bekommen mit Gott. Vielleicht ist der Morgen da, wo du sagst, heute Morgen tut Jesus mir, Gott schliesst mir mein Herz auf. Ich möchte, dass ich an die Sehnsucht, den Frieden mit Gott überzukommen. Dann komm nachher hinterher. Vielleicht braucht es Mut, hinterher zu kommen. Vielleicht braucht es aber noch viel mehr Demut. und sagen, ja, heute ist der Tag, wo ich Jesus Christus in mein Leben aufnehmen will. Ich komme runter von dem Poren und ich mache das fest. Erste Frage. Zweite Frage. Trägst du die Schuhe von der Bereitschaft? Bist du ein Christ, der die Stiefel täglich anlegt und sagt, ja, ich gehöre zu Jesus und ich trage die Schuhe und ich will es neu anlegen. Vielleicht ist es der Schuh, vielleicht ist es der Schuh, dein Schuh von der Bereitschaft, wo du sagst, den trage ich und den möchte ich annehmen. Wie wäre es heute Morgen, eine Entscheidung zu treffen? Ich werde nächste Woche keinen Morgen aus dem Haus gehen, wo ich nicht meine Schuhe anlege. Das werden alle machen. Aber wenn ich die Schuhe anlege, würde ich mich entscheiden, dass es Schuhe von der Bereitschaft sind, das Evangelium von Jesus rauszubringen. Ich möchte einen Moment still sein und beten. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass dein Angebot steht, dass wir Frieden haben mit dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und du bist heute Morgen da und sagst, hey, das Friedensangebot ist heute Morgen im August, an dem Sonntag da, wie dort am Sabbat in Philippi. Und wenn es heute Morgen Lydias da hat, Jesus. Frauen, die gemerkt haben, heute Morgen, ich möchte persönlich Frieden mit Gott, dann gib du ihnen den Mut auch, das festzumachen. Und wenn es heute Morgen Männer da hat, die sagen, heute Morgen möchte ich den Bund mit Gott einschlagen und das Friedensangebot annehmen, dann gib du ihnen den Mut, den Schritt zu tun heute Morgen. Da bitte ich dich. Und das ist die Frage von dir an jedes von uns. Bist du bereit, meine Schuhe von der Bereitschaft vom Frieden anzulegen? Und Schuhe anlegen ist ein Entscheid, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst dabei, dass wir nicht ein laues Christsein leben, wo so niemand darf es wissen, sondern wo wir feste Standpunkte haben. Von deiner Liebe motiviert, weil wir es selber erlebt haben, dass es nichts Besseres gibt, als dich zu kennen. Lass uns Menschen sein, die diese Schuhe täglich anlegen. Ich bitte dich darum, Herr. Amen.